Herzlich willkommen bei Mitsprache, Spiele mit Wörtern und Sätzen. Ich bin Frau Liebmann und ich zeige Ihnen heute noch ein Spiel zur Sprachförderung Ihres Kindes. Das Spiel, das ich Ihnen heute zeigen möchte, heißt Verdreht. Dazu habe ich hier wieder verschiedene Gegenstände aus meinem Haus zusammengesucht. Und das Gemeinsame an diesen Gegenständen ist, dass die alle zwei Silben haben. Silben sind so kleine Wortbausteine und all diese Gegenstände haben Wörter mit zwei Wortbausteinen oder zwei Silben. Als erstes gehen Sie mit Ihrem Kind die Wörter einmal durch, dabei immer den Begleiter mitsagen und das Wort in Silben zerlegen. Also die Schere, die Schere. Der Pinsel. Die Flasche. Das machen Sie so lange, bis Sie alle Wörter einmal benannt und geklatscht haben. Dann werden die Wörter verdreht gesagt. Also, Sie sagen zum Beispiel der Fell-Löff. Und das Kind hat die Aufgabe, das Wort richtig zu sagen. Der Fell-Löff. Richtig heißt das der Löffel. Oder die C-Kerl. Also die Kerze. Das ist gar nicht so einfach, wie man das erstmal denkt. Sie können es auch mit Ihrem Kind abwechselnd spielen, aber für die meisten Kinder ist das sehr schwer, die Wörter verdreht zu sagen. Deswegen mache ich das immer so, dass ich allein die Wörter sage und das Kind rät, welches Wort ich meine. Wenn das schon gut klappt und Ihr Kind das kann, kann man das auch etwas schwieriger machen. Ich habe jetzt hier mal zwei Gegenstände, die sind dreisilbig. Einmal die Zahnbürste und die Tomate. Und wenn man das dann verdreht sagt, ist es schon etwas schwieriger rauszukriegen, was damit gemeint ist. Also die Ma-T-To, die To-Ma-Te. Oder die Bir-Zahn-Ste, die Zahnbürste. Das machen Sie einfach mit den Gegenständen, die Sie so bei sich gefunden haben. So 10, 15 Gegenstände. Das Wichtigste zum Schluss, vergessen Sie nicht, Ihr Kind zu loben. Diese Übung ist wirklich ein bisschen knifflig und schwer und Ihr Kind hat ein dickes Lob verdient. Viel Spaß miteinander!